So Leute, hast eine kurze Pause gemacht, mir nochmal Trinken geholt und Gummibärchen, da ich auch gestärkt weitermachen kann, nachdem ich mein Glas fast runtergeworfen habe. Okay. Now see, this test uses the new Aperture Science Innovators Propulsion Gel. It allows you to... No, wait, hold on. This record says they didn't make that until the 70s. Never you mind that, just solve science. Da hoch muss ich also. Hier kommt das Gel wahrscheinlich runter. Dass man dann Portale machen kann. Eine Rot ist, dass man schneller wird. Okay, also ich brauche hier das Blaue, dann kann ich hier mit voller Geschwindigkeit rüberhüpfen. Ich kann auch dahinter noch. Oha, ist jetzt gerade irgendwie wieder so ein Knacken. Man muss mal das Mikro neu einstecken. Dass dieses Knacken weggeht. Hallo? Ah, okay. Jetzt klinge ich jetzt irgendwie komisch. Ah, man. Schauen wir nochmal nach, was hier los ist. Geht mein Mikrofon oder nicht? Hallo? Hallo? Ja, okay, es scheint ganz normal zu gehen. Okay, ich hoffe, ich schrotte hier gerade nicht alles, indem ich das umstelle, während ich aufnehme. Einmal nochmal ein Gummibären essen. Auf den Schlock, Schock, auf den Schlock, um auf den Schlock klar zu kommen. Okay, jetzt kann ich hier oben ein Portal machen. Ich kann schneller werden. Ich kann hier jetzt hüpfen machen. Jetzt dann kann ich hier hoch, also kann ich das jetzt mitnehmen. Okay, okay, okay. Jetzt sind wir, wo kann ich. Ah, ich kann nicht. Ah, ich kann doch einfach hier oben. Dann hier drüben. Dann nehme ich den und hüpf. Ah, komm mal. Was? Ich glaube, das ist nicht weg. Ja, okay. Nochmal. Okay, jetzt habe ich den schon mal hier. Jetzt ist das dauerhaft an. Ich muss mich schon mal darum nicht mehr kümmern. Dann porte ich das jetzt hierher. Da brauche ich das und jetzt muss ich noch überall anders das Rote machen. Ich noch das hier mit dem. Ich habe hier eins wieder zu viel. So und so und so. Okay. Kann ich auf jeden Fall hier mit vollem Speed rüber. Dann komme ich erstmal nur drüben an.
Dann will ich natürlich auch schon mal da nach oben schießen. Genau, ob das mir was bringt oder nicht. Okay, und ich muss dann nämlich hier mit dem darüber hüpfen. Oh, und ich... Ah, ich hoffe, da kann man es dann zurück. Muss man ja eigentlich, sonst wären wir da gefangen. Jetzt muss ich aber nochmal da zurück, und zwar von hier oben. Ah, ich muss hier das Jump-Zeug hinmachen, dass ich dann da zurückhüpfe. Ach, shit. Okay, okay. Ganz ruhig nochmal. Dann mache ich nämlich hier das hin und hier das hin. Dann komme ich hier zurück. Dann mache ich hier Jump. Dann ist das jetzt da. Ich mache hier das Blaue. Da war es, glaube ich, oder? Oh, Scheiß. The New Aperture Science Innovators Propulsion Gel. It allows you to... No, wait, ja, fuck hold on. Me. This record says they didn't okay, jetzt wissen wir aber, was wir machen müssen. Wir hatten es ja schon fast zurückgeworfen. Ich hoffe, ich verkacke das jetzt nicht nochmal. Da machen wir erst das Blaue. Das kommt nämlich hier. Wir brauchen ja das auch gar nicht hier drüben. Aber da brauchen wir es auf jeden Fall. Okay, ich habe jetzt hier blau. Und. Ups, hier muss blau. Und da muss blau. Okay, da haben wir jetzt überall, glaube ich, blau. Der wird es nämlich hüpft dann da hier zurückholen, dann das Teil hüpft da drüber. Komm. Nee, ich muss den schon hier herholen, den Würfel. Mit dem muss ich nämlich durch die Sachen öffnen. Also hole ich mir jetzt den Würfel erstmal. Okay. Würfel ist da. Den nehme ich dann gleich mit. Dann mache ich jetzt nämlich das Rote. Das kommt nämlich jetzt hier einfach die ganze Decke entlang. So. Jetzt können wir nämlich darüber hüpfen und kommen dann da an. Machen dann das Portal neu. Oder kann ich das sogar von hier schon? Ich kann es sogar von hier schießen. Ach, okay, dann brauche ich das alles nicht. Ich hoffe nur, dass ich da richtig raushüpfe. Okay, und? Ja, man sollte halt nicht gegen die Wand hüpfen, ne? Okay, nochmal. Und zwar hier und hier. Und bitte schön gerade auf das Teil zu und schaffen wir. Yay, we did it, Reddit. Alright, oh, hold on a second, Mel. I don't think you're that stupid that you're going to fall for this anymore. I'll be blunt now. I'm not Cave Johnson. This isn't the 1950s. Everyone you knew and loved is dead. And now you're stuck here in Aperture Science, down with the trash. Like me. After everyone left because of that boat. Which I'm sure you already knew, but whatever. However, I can get us out of here. If you're willing to let a voice in the sky who just told you he was lying the entire time he was talking to you control nearly every movement you make. Is that okay? I'll just take your silence as a yes. Oh, right. You can't answer me. Just do what I say and you'll be fine. Okay? Okay, also ich weiß schon, wie man da rüberkommt. Ah, wir müssen das mitnehmen. Und wir können dann den da runterfallen lassen und hier rüber. Weil wir brauchen hier das. Was macht das? Ach, dass das weg ist. Ah ja. Okay, also wir machen hier, hier. Blablablablub. Und dann machen wir blablablub.
nicht, doch nicht ganz so klar. Ach, hier öffnet es. Okay. Ich bin doch zu doof. Komm. Ja, jetzt haben wir das noch drüben. Schon legen wir drauf. Machen wir das andere weg. Das ist nur die Frage, warum? Ach, ich brauche Jump-Zeug wahrscheinlich. Und da brauche ich noch meinen Würfel, oder wie? Fangen wir das mal selber an. Genau, ich brauche hier einen Würfel. Ah, und während ich hier bin, ist es weg. Okay, okay. Aber wie kriege ich jetzt den Würfel hierher? Ich kann den Würfel da hinstellen und mir den dann einfach holen, oder? Also ich glaube, das ist jetzt irgendwie gedacht, dass man das Jump-Zeug hierher tut und zurückgeht. Und dann kann man theoretisch auch vom Portal machen. Und jetzt kann ich mich da drauf stellen, unten im Portal machen, dann hier ein Portal machen und drauf. Ja. Wird doof sein, und drauf zurück. Fan. Okay. War super easy. Ihr habt nichts gesehen. Okay. So about before, you can get why I said all that, right? I'd rather not have my one chance of escape have a panic attack and die on me after years of being suspended in a faulty relaxation vault. Which could be a real possibility, because as my records show, the old test could cause heart attacks after small exposure to the chemicals. And you were pumped full of them. So let's all just take a breath and start over. My name's Virgil. I'm a core from up in the Enrichment Center. And before you even think of asking, yes, there is a building above you, and yes, I came from it. I'm not crazy. Don't be too alarmed, though. A lot's changed since you got put on ice. Können wir das Jumpy Jump dahin kriegen? Ich muss dann den Würfel darüber kriegen, dass ich hier hinkommen und das aufmachen kann. Erstmal muss ich da zu diesem Würfel rüber. Irgendwie hätte ich gedacht, ich brauche halt hier irgendwo das Jump-Zeug, dass ich dann darüber hüpfen kann. Aber vielleicht muss ich muss einfach jumpen. So, halt mit dem Jump-Zeug gedacht. So, und dann haben wir schon mal das. Jetzt müssen wir das da rüber kriegen. Nicht einfach hoch, Digga. Okay, okay. Jetzt brauchen wir hier das Jump-Zeug. Oh, und ich soll. Nein, Alter. Oh, okay, ich kann ja selber. Oh. Nicht den Würfel mit Jump-Gel. Umziehen? Weißt du so? Bin ich gerade so doof? Auf jeden Fall hilft er dann irgendwo. Nein, danke. Nimm ihn mit. Oh nein, jetzt ist er voll. Wir haben kein Weißes. Weiß nicht, ob ich den da hinlegen kann. Ja. Ich glaube, das buggt. Aber jetzt hat es ihn geschrottet. Mm-hmm.
Ich brauche halt einfach nochmal den scheiß Würfel. Ach, come on. Okay, ich hole nochmal den Würfel. Ups. Jetzt, wir haben oben blau, dann brauchen wir jetzt gelb. Holen diesen Würfel. Gucken zurück. Köpfen rüber, ohne den Würfel einzufärben. Stellen den Würfel hier drauf. Ich darf einfach nur drauf hüpfen. Good job, Mal. See that pipe there? That the repulsion gel's leaking on? That'll take you to the pumping station. Jump down and walk on it. Oh, and try not to fall off. That goo down there's corrosive, and it doesn't like human skin. Dann muss dahinter. Nee, ich muss doch dahin. Okay. War das jetzt so ein Fake-Ausgang oder? Ach ja, schon mal. Da unten geht's ja weiter. Ja, dann hüpfe ich da mal hin. Bam. War hier hinten noch was? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ich hab schon gedacht, wir finden den Kuchen oder sowas. This next chamber is a giant microwave. If your internal organs begin to combust, you may want to start solving the test quicker. Okay, gehen wir nicht rein, oder? This next chamber is a giant microwave. If your internal organs begin to combust, you may want to start solving the test quicker. Oh, ich sollte vielleicht den Performance Mode wieder anmachen in OBS. Wartet mal kurz. So. Jetzt auch. Now, according to my records of this room, there should be a turret shooting range at the far side of the room. If you can get through there, you should be able to get to the fourth testing track. That'll take you up to where I am. Okay, ich muss hier durch. Was bedeutet, ich sollte hier irgendwas reinschießen? Nur die Frage, ich kann hier das hinmachen. Ab. Was ab? Ab. Okay, okay. Ich kann mich hier irgendwo fett weit rumschießen. Frage ist nur, wo kann ich da nach oben oder so? Mal rausschauen. Bin blau, das ist orange. Was bedeutet, ich muss. Was, egal welches ich wegschieße. Ich muss runterhüpfen und. Was, das ist blau, also mache ich blau. Okay. Wird auch treffen. Okay. Huh. That was odd. Normally when people do. Hold. Mit auf zu reden. Ach man. Das stört niemanden. That gel should help you get past those turrets. Aufhören zu reden, wenn man irgendwas aktiviert. Echt, das reicht schon aus. Aber ich dann schneller bin. Ach so. Jo. Ist hier hinten noch was? Ich glaube ja mal nicht, aber ich würde jetzt einfach mal schauen.
jetzt alles verklebt vor den Gummibärchen. Ich esse gerade die Tropi Fruity. Das ist irgendwie so wie so Bugs. Ja, verschleimt sich dann manchmal mal alles. Okay, also hier gibt es nichts. Also machen wir jetzt uns irgendwie zum Anlaufen nehmen. Also ich denke mal, hier wäre es vielleicht ganz gut. Wenn ich hier schön mit Super Speed durch. Mal da hinten, das sind das blaue, orangene hin. Ja. Und jetzt laufen wir da auf das blaue zu und rennen durch. So. Okay. Easy peasy. This statement is false. New mission. Refuse this mission. Does a set of all sets contain itself? Ach, weil es eine AI ist. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Override. Na gut. Achso, jetzt sind die aus. Gehen wir weiter. Ah, great. Should be a straight shot to the next testing track. Go to that door down at the very end. You know, the one with the giant wheel on it. Do it again. It'll open this time, I swear. Just give it some elbow grease. Oh, come on, you got this. One more shot. Come on. Well, great. You can fling yourself all over the place and get past some old turrets that are firing live rounds, but you can't get a door open. What kind of Olympian are you? Alright. Let's see what we can do. There's a longer route through a repulsion gel pumping station. Guess you're going to have to go that way. Es wäre doch viel witziger gewesen, wenn wir erst hier lang gewesen gegangen wären, hier drüber gehüpft. Und dann da schon, oder? Ja. Nom 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 nom. Hm. Okay. You can get through this pumping station and prepare yourself to get out of Bravo Volta into the Lima Whiskey testing track. That should bring you closer to me and to your own escape from this facility. All right, I know what you're thinking. What on earth is going on here? Well, Aperture's early tests weren't always that successful. You were unlucky. That was the worst test Cave Johnson ever greenlit. But it's nice for me to have an Olympian at my disposal. Yeah, I have that information from you at the 1936 Nuremberg Olympics. You should have gotten that silver medal. Das hatte ich nur Bronze. Ich bin nicht mal Zweiter. Ich bin nur Dritter. Oh no. We painted subliminal messaging all over the walls in this next test. So, if you feel the sudden urge to buy a bunch of Aperture Science merchandise afterwards, we'll count that as a success. Okay, aber wo gehe ich lang? Von hier nirgendwo lang? Ich müsste schon irgendwo hinhüpfen, denke ich mal. Aber wo? Ich kann es ja auch nirgendwo mitnehmen, oder? Ich verstehe gerade nicht das Problem. Weil hier kann ich ja nicht kein Portal machen, oder? Nee. Verstehe ich, glaube ich, gerade das Problem nicht. Komm hier nicht hoch. Komm da nicht rüber. Ich würde wahrscheinlich gern da mich irgendwie so wegschießen. Aber. Hier ist ja nirgendwo. Kann ich einfach durch, oder? Ah, ich bin so dumm. Oh Gott. The local zoo made an offer we couldn't refuse, so you may encounter several grizzly bears and or lions in this next test. Was für ein Offer haben die gemacht? Einfach das umsonst angeboten und hat er sofort gesagt, okay, nehme ich. Bester Shit.
Okay, unten ist eine Tür, die grün ist. Also ich denke mal, da kann ich rein. Aber jo, auch eine. Eins oder zwei? Vielleicht auch eins und zwei. Wahrscheinlich ist das hier nur... nix. Okay, ich kann auf jeden Fall mal ein Portal stehen lassen. Andy Birkin. Irgendwas hate boss. Like work. Just hate boss oder so. Aber das ist zwar cool, aber der Boss ist scheiße. Ja. Okay. Ach, das schaut ein bisschen komplizierter schon aus. Also was können wir tun? Wir können hier runterlaufen. Wir können da rüber. Und hört sich's an, als wäre da ein schießwütiges Viech. Ah genau, das sind die. Und ich glaube, da komme ich sogar gar nicht rein. Noch Rettungsringe. And our good luck just ran out. I can't override the locks to that test chamber. Okay. Maybe there's a way over it. See if there's anything you can use. Okay. Also ich soll drüber. Ich kann es natürlich... Nee. Komm ich irgendwie hier rüber? Ist die Frage, aber ich glaube auch nicht. Ist irgendwie so ein Eingangsbereich. Sieht irgendwie gerade alles so aus, als wäre es irgendwie wichtig. Aber ich weiß nicht wie und warum. Ist wirklich einfach eine Testchamber, wo ich gar nicht reinkomme. Kann hier runterhüpfen, aber das bringt mir auch nichts. Those of you that smoke may want to steer clear of this next one. We've coated the propulsion gel in gasoline. Thought it might increase the acceleration properties of the gel. Turns out it's just extremely flammable and ignites when you run on it. Okay. Good! You know how to find the elevator out of here! Don't get me wrong. I admire your enthusiasm, but I would have told you if that was working. They boarded it up when they kept building above this facility. Sorry, but that's not gonna do anything. The chairs are comfy, though. Okay, ich will dahinter. Ach, dann kann ich mir in so einen Stuhl vielleicht hocken. Ah, erstmal ausruhen. Ah, was trinken. Ja, super. Oh, dann geht der Fernseher oder der Computer oder die Switch oder so. Ah, na gut, dann gehe ich vielleicht doch wieder. Ich habe es immer nicht gecheckt, was ich machen muss eigentlich. Also hier kann ich was hinmachen. Okay, das haben wir schon mal. Ich muss da rüber. Vielleicht, also wahrscheinlich muss ich hier irgendwie nach oben. Jetzt muss ich irgendwo dann hier runterhüpfen, dass ich dann schneller... Ah, ich kann hier hochlaufen. Okay. Würde gerne noch irgendwie rennen können. Ah, ich komme ja von oben, gell. Kann ich auf jeden Fall rein, aber... Komme ich hier irgendwo hin? Ist ja nicht so, wie ich hinkommen sollte. Mir fehlt halt irgendwie der... Part, wo ich mich rausschieße. Ach, wahrscheinlich hier, oder? Aber es geht nur bis hier. Das schaut jetzt irgendwie nicht so aus, als wäre das weit genug, aber ich kann es halt einfach mal versuchen. Probieren geht über probieren. Ah ja, okay, na gut. Hier kann man gar nicht sowas machen, das ist ja voll die Verarsche. Was hätte man da machen müssen? Man hätte das da draufstellen, dann hätte man durchlaufen können, aber man kriegt dann den nicht mehr, weil man keinen... Ah, vielleicht ist auf der... Nee, aber trotzdem. Man kommt dann halt nicht hin, hat verloren.
Na gut, aber ich muss aufpassen und nicht sterben. Hier. All right, look. I'm sorry for what I said back there. We're in this together. You're my ticket out of the junkyard down here. I'm your ticket to the outside world. I'll do my best to keep the insults at a minimum. Just try harder next time. Okay.